Moin, moin. Mein Name ist Löschen und mit mir spielt Mathilde 1168. Hallöchen, Frühling Uhr 78. Hey, erzähl meinen Namen nicht. So, kleiner Heinrich, hast du denn unsere letzten Kommentare gelesen? Nein. Ich habe der Verlosung zugeschrieben. Unsere Lieblingseule hat uns nämlich ein paar Tipps gegeben zum Unterwasserlabor. Scheiße, dann gehe ich nochmal, beenden mal kurz die Folge und dann gucken wir mal. Nein. Und zwar hat uns die liebste Eule gesagt, dass wir unbedingt eine Schaufel mitnehmen sollen, weil es da unten auf jeden Fall Dings gibt, Fischschuppen Check. Und auch Knochen, mit denen man einen besseren Speer herstellen kann. Oh. Diese Luftblasen, die wir da in den Pflanzen sehen, wenn wir darüber gehen, kriegen wir Luft. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird uns schnell die Luft knapp. Und die Eule hat uns noch was gesagt, was ihr überhaupt nicht gefallen wird. Wir sollen so wenig Zeug wie möglich mitnehmen. Nein! Okay. Und toll. Ich kann ja dann das ganze Essen hier lassen. Wie ich verhungere. Verhungere jetzt schon. Ja, ich kann ja schon mal die Schuhe anziehen, dann kann man die ja auch hier lassen. Noch gar nichts an den Füßen. Ach stimmt, ja, nichts an den Füßen. Nee, doch, das sind dann die Flipflossen, ja. Doch, ne? Sind die Knieschoner, da kann man ja genau. Da lassen. Ich will trotzdem was, also, ja. Ich pack mal einen Schlauch von mir noch raus. So. Dann lasse ich vielleicht den Dornknüppel auch nochmal hier. Den nutze ich ja eh nie. Ich habe den jetzt auch hier gelassen und den Speer mitgenommen. So, und die Fackeln. Ach, eine lasse ich mal hier. Die Unterwasserfackel und einmal die normale Fackel lasse ich da. Dann ja, habe ich jetzt sagenumwobene 6, 8, 10 Slots frei. Ja, Pfeile brauche ich auf jeden Fall. Da wird was zum Töten sein, oder? Und Smoothie, so zwei Stück, braucht man auch noch. Und Quarz zum bisschen reparieren. So. Habe ich mich leichter gemacht. Dann können wir los. Ja, warte, ich will den letzten Tropfen hier noch trinken. Ja, ich wollte einen Tropfen trinken, wollte ich eigentlich auch. Ist da keiner mehr? Alle. Okay, und wenn ich mich noch recht entsinne, dann ist das dann bei der Saftpackung am Teich, da müssen wir dann wohl runter. Ach stimmt, unter Wasser gab es ja eh was wir essen konnten, ne? Echt? Was wir nicht da eingesammelt haben oder so? Das konnten wir doch nicht, das Essenszeug, das konnte man auch nicht beraten, oder was das da war? Ja, das war das, das Kohlkrabbenfleisch? Ne, das Wasserflohfleisch war das. Wasserflohfleisch, ne. Müssen wir sowieso zu der Saftpackung und von der war das, glaube ich, da ist, zeigt ein wenn man von der wegguckt, sieht man ein Holzstamm oder sowas und da geht's wohl dann runter zum Unterwasserlabor. Das heißt, erstmal zur Saftpackung. Okay. Danke, liebe Eule. Sonst hätten wir wahrscheinlich bestimmt eine Folge gebraucht, bis wir das finden. Das stimmt. Sagten sie, bevor sie eine Stunde lang den Eingang suchten. Ja, wahrscheinlich. Und Eule, wie du siehst, Heinrich hat sich zumindest ein bisschen ausgeleert. Ja, ein bisschen. Reicht ja wohl. 10 Slots. Wollen ja mal nicht übertreiben hier. Hui, ich falle. Schnauze. Taube. Oh, jetzt bin ich im Wasser. Ja, wir hatten ja nur die Schuhe, die wir anziehen mussten, ne? Ne, die habe ich nicht angehabt. Ah, die habe ich nicht an. Katze, was willst du von mir? Oh, die schnorchel auch noch.
Ja, die Schnorchel kannst du ja ausrüsten. Katze, ich sage es dir nur einmal. Okay, kurz AFK, warte mal. Ah. So, Heinrich hat den Tisch nicht aufgeräumt. Ah ja, ich wollte ja eh noch zur Safttüte, weil ich was trinken wollte. Und da ist auch schon die Safttüte. Katze, ich weiß nicht, was du willst. Du musst doch immer auf Mathildes Tastatur gehen, nicht auf meine. Das machst du doch sonst nicht. Hm? Ja, ich fütter dich gleich. Hm? Ach, wenn ich da noch auf bin hier, upsala. Komm ich da nicht hoch? Ist da noch Saft da? Jetzt nicht mehr. Boah, hast du das ganze Säftchen... Da war nur ein Tropfen. Du hast den letzten Tropfen Tau getrunken. Bebebebe. Hier liegt noch mein Rucksack, sehe ich gerade. So, ich glaube, wir müssen doch ein bisschen suchen. Warte mal, jetzt versuche ich mal den Rucksack, der nervt. Warum bist du noch da? Ach so. Ein Seegras war noch drin. Ja, habe ich jetzt mal mitgenommen, Heike. That should keep me safe. Safer. Ach ja, und wir sollen uns vor den Unterwasserspinnen hüten. Das ist, finde ich gut. Sieht ja voll Highscore hier, voll geil aus. Oh, da könnte es spannend werden. Wir brauchen... ich habe jetzt 69 Sekunden noch. Oder 59, meine ich. Oh, ich habe noch 45. Ich tauche mal auf. Okay, dann gehen wir hier gleich runter. Ach, da sieht es auf jeden Fall spannend aus. Hier ist ein Tropfen. Hier so ein... Ah, ich glaube, über dem kannst du Luft holen. Hm, aber irgendwie bin ich so blöd dafür. Muss ich da reinfliegen, durchfliegen, rauffliegen? Ich habe keine Ahnung. Warten, bis Blubberbläschen kommen? Hm. Verstehe die Mechanik nicht. Wie ist das trüb hier? Oh, Gottes Willen. Was denn? Da ist ein... Ach, bist schon hier unten. Ich bin extra gerade auf die Karte. Suche einen Weg in die Tiefe... Ach, das hast du schon gerade gemacht. Oh, ein T-Rex, ein Versunkener. Oh, da will ich auch hin. Wo ist der? Mathilde, wenn du das schneidest, wenn ich gleich zum T-Rex komme... Wo ist ja, der? Ich tauche jetzt erst noch mal ganz schnell auf. T-Rex. Oh, Jurassic Park Musik bitte. Okay, ich tauche auch noch mal auf. Ja, ich will mich da in Ruhe erstmal umschauen. Ich würde ja gerne mal hier mit Luft aufnehmen, aber irgendwie... Ich folge euch, Luftblasen. Hallo, Plüschmusch. Ja, geh mal zu Mathilde. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, wie man da mit Luft atmet. Mhm. Du bist da wieder reingeflogen, ja? Geschwommen. Okay, hier ist ein Wasserstrom. Hui! Schnell, schnell! Ah. Also, ich hoffe, ich sterbe hier nicht, weil ich sehe hier nichts, wo man Luft holen könnte. Gerade. Und ich komme definitiv nicht schnell hier raus. Also, sollte ich nicht hinterherkommen? Erstmal vielleicht nicht. Oh, ich brauche Licht. Oh. Unterwasserspinnen, scheiße. Ich habe nur noch 16 Sekunden. Fuck. Ich komme auch nicht mehr hoch, glaube ich. Ja, ich glaube, ich bin im Popo. Ja, ich bin im Popo. Ja, du wirst lachen, ich auch gleich. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Lungen aufbessern. Wie machen wir das? Kann mal was kaufen. Wie viele Punkte kostet das? Das weiß ich doch nicht aus dem Kopf.
Dann gehe ich mal zu Börgel und gucke und frage den mal. Hallo Börgel, du Pappeimer. Aber auf jeden Fall kann man sowas kaufen, so eine Verbesserung. Wir hatten ja noch gespart, oder hatten wir das gekauft? Nee, ne? Wir haben noch nichts gekauft. Nee, nee, wir haben gespart. Dafür wollten wir was kaufen, zu was sparen. Geh weg, du. Oh, Klee. Geh sterben. Oh, nee, jetzt noch nicht. Ich muss klettern. Oh, danke. Ameise. Warum ist denn die Tür auf hier? Wo bist du? Achso, du bist da. Hey, Börgel, altes Haus. Wo bist du nochmal? Wo hängst du denn ab hier? Ich höre es bei mir noch glugern. So, hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Wieso höre ich deine? Ja, das habe ich auch immer bei dir. Das ist halt so. Ja, denkst du, wo ich mich gewundert habe, da bist du nie drauf eingegangen. So, was können wir denn kaufen? Augenklappenverbesserung. Aha. Oh, Katze. Trainierte Lungen kosten 5000. Soll ich die kaufen? Ja. Ah, das heißt, das dauert, glaube ich, erstmal, oder? Es regt deine DNS an, neue Mutationen auszubilden. Hm. Ich habe es jetzt gekauft. Und sicher, dass ich keine Augenklappen kaufen soll? Ja. Okay. Eine Verbesserung für die Augenklappe, die die Ausdauerkosten für Angriffe senkt. Aber ich kaufe die nicht. Ha, da, da, da. So, trainierte Lungenmutation ist aktiviert bei mir. Oh ja, warte mal, 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 hier. Nee. Frische Verteidigung. Was habe ich denn überhaupt hier? Kieselbeißer. Raucherlunge. Ich habe nur drei mögliche Mutationen. Ja, ich habe so. Ich bin ja auch zwischendurch schon mal, ne? Neustart gezwungen worden. Ach ja, das war die Geschichte. Ja, tut mir leid. Und ich merke gerade wieder, man sollte für eine Aufnahme immer ein bisschen Wasser da haben. Mhm. Aber wir hätten das Licht ausgemacht, so eine Scheiße hier. Es ist schon wieder dunkel. Ich sehe gerade, wir brauchen wieder Spinnenseide. Und wir brauchen auch ja, mehr ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass wir stimmt, wir wollten eine Spinne killen. Aber nein, jemand wollte bestimmt zum Labor. Ich wollte Spinnen killen. Aber nicht im Wasser. Im Wasser habe ich ja keinen Bock zu. Hallo, Kackvogel. Ich will gegen dich kämpfen, du bist mein Endboss. Oh, Marienkäfer. Ich brauche einen Marienkäferkopf. Halt deine Fresse, wenn ich hier rede. Hm, kommt der überhaupt an? Das wäre es jetzt echt, wenn der jetzt mich attackieren würde. Wer? Ich schieße auf den Rahmen, aber er ist zu weit weg. Ich finde es Spinnenfang, Spinnen. Erstmal lasse ich den Bogen hier. Soll ich ohne dich tauchen oder? Du kannst gerne ein bisschen tauchen, wenn du willst. Ich will erstmal wissen, wie ich das mit dem. 40 Sekunden. Das trainiert ja gar nicht meine Lungen. I feel a little less squishy now. Rüstungsklasse 3. Ich habe trotzdem nur 80 Sekunden. Vielleicht muss man das wirklich trainieren. Warte mal, jetzt, da kommt eine Blase.
Nimm die nächste von hier. 67. Und durchschwimmen. Kommst du her? Bleib stehen. Vielleicht wartest du einfach bis die nächsten. Da. Ja, man muss sich wirklich von der Großen erwischen lassen. Dann geht es wirklich gut. Dann brauche ich jetzt auch mal ein Lämmchen. Dann geht jetzt Heinrich alleine und stirbt. Und go. Ja, das sagte deine Mama, ich weiß. Ist jetzt auch dunkel wie ein Arsch hier unten. Du weißt, dass du eine Lampe hast? Ich weiß, du weißt, dass ich schon leuchte. Ah, Spinnen! Spinne! Oh, wir brauchen Madenhaut. Spider-Man! Auch eine Schaufel. Fick dich! Ah! Brauch Luft! Wo ist die nächste Luftblase? Danke, du Arschloch. Energie! Hui! Wo geht's lang? Geht's nach oben? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal Maden jagen. Kriege ich hier frische Luft? Nein. Hä? Was ist das für eine dumme Idee? Teichlabor. Aber da kriege ich doch keine Luft hier oben, oder? Ich brauche Luftblasen, ihr kleinen Schweine. Ich gehe Maden jagen. Wir brauchen Maden. Oh, das ist ja vielleicht der Eingang und ich habe es nicht gesehen. Energie! Gesperrt, das ist natürlich toll. Werdet ihr sowas von sterben? Da ist ja eine Made. Hallo, Made. Wieso ist das gesperrt? Sind das Schalter, die ich bedienen muss, oder was? Ja. Ah, auf die Idee kam ich zum Schluss. Ja, ich werde hier auch sterben. Oh, wie schön. Ja, du musst, da unten, ich bin da unten angekommen, wo du auch wahrscheinlich warst, und, man muss da drei Schalter um die, wenn ich jetzt, drei habe ich, glaube ich, gezählt. Und erst wenn du die drei Schalter betätigt hast, kommst du oben rein. Ah, okay. Jetzt bin ich aber, ich glaube nicht, dass wir das schaffen ohne dieses, Teil, also, ohne diesen, Pömpel da. Pömpel? Ja, hier was man im Mund hat, da. Unterwasser-Tauchanzug-Gedöns. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Wenn man unter Wasser atmen kann. Atemrohr? Atemrohr, ja! Was brauchen wir dafür? Scheiße. Dann braucht man erstmal wieder einen Dolch. Was brauche ich für so einen Kackdolch? Was geht eigentlich? Natürlich übelst praktisch, dass ich jetzt all meine Waffen nicht dabei habe. Ja, also Unterwasserlabor heute nicht. Nee, ich fürchte auch. Nächstes Mal. Vielleicht. So. Ich höre übrigens immer noch so Unterwassergeklugger. Ich nicht, ich höre einen Arschlochkäfer. Der hier irgendwo rumläuft. So, Kiesel, was war das noch? Davon noch was. Also nächstes Mal müssen wir unbedingt zusammen runter. Ja. Damit wir überhaupt reinkommen. Wie peinlich, ich wette mit dir. Wie nennt sich nochmal Picard mit Faust im Gesicht? Facepalm? Facepalm. Facepalm, ich glaube, jeder Zuschauer, der jetzt gerade uns guckt, da hat sich das auch das ist mindestens zweimal. Stimmt. Einmal für dich, weil du krepiert bist, und einmal, weil ich krepiert bin. Das ist nicht auszuschließen.
Ich hoffe, wir haben euch ja unterhalten und ihr habt viel gelacht und das ist wichtig. Ne? Lachen ist gesund. Haben wir abgehakt. Hauptsache, ihr habt Freude. Genau. So, und genau. Ach, ich wollte Maden. Ich brauche Seewachs. Kack. Seerosenwachs. Ja. Aber ist ja kein Seerosenwachs ist ja relativ leicht zu bekommen. Ja, muss ich ja extra zum See laufen. Der ist so weit weg. Genau. Kackspinnen. Ja, wollte ich mich gleich mal annehmen. Ich habe sie nur gerade einmal gesehen und bin dann gleich weg, weg, weg. Ja, ich wollte mich gleich mal um die Spinne kümmern. Unterwasserspinne? Nee, geh weg. Überwasserspinne. Ja, ich weiß nicht, wie die drauf sind unter Wasser. Ach ja, ich brauche Luft. Upsi, schwupsi. Wäre schon fast wieder verreckt. Aber es trainiert ja meine Lungen, hoffentlich. Hm? Katze? Ups. Und Notiz an mich selbst. Vor der Aufnahme nächstes Mal die Katze füttern. Die arme Katze. Brauchst du auch noch so ein Dolch? Kieseldolch? Ja. Brauche ich nur einen Kiesel und dann habe ich den schon. Da habe ich einen Kiesel. Oh, diese scheiß Spinne, ey. Ja. Das ist ein bisschen kalzig. Scheiß Spinnen. So, dann braucht Papa viel. Ah, wir brauchen ja. Okay, jetzt weiß ich, warum du Spinnen jagst. Seegrasfasern. Scheiß Mistvieh heilt sich die ganze Zeit. Hast du einen Bogen? Ja, ich habe einen Bogen. Überleg gerade, ob wir noch einen Reservebogen haben. Dann komme ich erstmal. Ich habe die kleinen Bögen auf jeden Fall. Ah, wenn sie jetzt stehen bleibt, dann könnte das was werden. Okay. Wenn sie sich jetzt nicht mehr bewegt. Dann penetriere du die Spinne, ich suche mir das Seegras. So, jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich meine ganzen Pfeile einsammeln gehen. Ja. Das war nämlich eine ganze Menge. Weil dieses scheiß Mistvieh sich permanent geheilt hat. Ameise, du willst mir jetzt aber nicht die Spinne klauen, ne? Ja, waren wir doch ein bisschen zu enthusiastisch, was das Wasserlabor angeht. Ja, wir hätten erstens zusammen, wie so häufig. Und ja, aber wir wussten ja überhaupt nicht, was uns erwartet. Was da ja, ist ja auch okay. Aussieht und so. Und die Gefahr war, weil, weißt du, ich dachte nicht, dass du den gleichen Fehler machst wie ich. Und ich dachte mir, es reicht, wenn einer von uns da. Mein Tod hat ja wenigstens schon mal, ne, ich habe ja schon mal herausgefunden, was wir machen müssen. Okay. Ich weiß, wo das Tor ist und ich habe ja gesagt, wir müssten das Schalter umlegen. Und ich hoffe, okay. Das ist auch richtig so. Also wir haben, mein Tod war nicht so ganz umsonst. Also weniger sinnlos als meiner. Deiner hat einen Weg gezeigt, wo es lang geht. Ja, und ich habe das mit den Wasserblasen rausgekriegt, so. Das stimmt. Also nachdem ich dir es gesagt habe, weil uns das unsere Eule gesagt hat. Ja, aber ich bin da schon mal durchgeflogen und dagegen geflogen. Dass man jetzt warten muss, bis die große Blase, da wäre ich wahrscheinlich auch nochmal drauf gekommen, aber... Essen. Ich meine, dass die Dinger uns Sauerstoff geben, das war mir schon letztes Mal irgendwie bekannt. Oder ich habe es mir schon gedacht, oh Seegras, nein, du Arschloch, bleib hier. Nein, oh Arschloch, deine Mutter. Ich muss hoch. Grüß deine Mutter von mir, Seegras.
So, ich hoffe, das hier ist die Rattenspinne. Genau, die ist weg, weil dann kann ich hier jetzt schön... Heinrich macht es heute abbauen. Aber richtig spannend. Hat er gerade noch 4 Sekunden? Geht weg, ihr kleinen Arschlöcher. Mein Seegras. Kauft euch selber was. Gib mir mein Seegras. Ja, wir tauchen das schon wieder auf. Wir sind jetzt vorsichtig. Achso, ich habe auch Hunger. Egal. Wie viel Seegras habe ich? 12. Wie viel brauchen wir von so einer Flöte? 4 Stück. Also ich glaube, ich habe genug Seegras. Ich habe schon 18 Netzfäden. Dann das reicht ja schon mal für 2... 23. Tröten da. Ja, ich mache noch ein paar, weil für den Insektenbogen brauchst du ja auch noch Spinnenfäden. Ich will ja meinen Rucksack finden. Ja, klar, aber bis dahin ist es nicht schlecht, einen Ersatz zu haben. Oh, da ist noch eine Spinne. Also einen Ersatz zu haben ist nie verkehrt. Katze. Ach, wenn ich schon mal hier bin und das hier so schön steht, nehme ich doch mal ein paar Sprösslinge mit. Bleib mal stehen, ich hab Hunger. Ja, die Katze hat gerade ihre 5 Minuten. Sprösslinge sammle ich jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen. Die wurden nämlich auch langsam wieder ein bisschen weniger in unserer Vorratskiste. Schönes. Sprösslinge kann man immer gebrauchen. Ja. Das ist schön. Jetzt sammle ich auch ein paar. Fein, fein. Wer will was von mir? Oh. Wächterameisen. Ihr seid da oben auf dem Stein. Ganz schön doof, ne? Ich höre Essen und sehe es nicht. Yeah, mit dem Speer erlegt. Ha, ich liebe das. Weiß gar nicht, wie die Römer das hingekriegt haben mit dem Speerwerfen. Wenn ich überlege an unserer Schulzeit. Oh, das ist ja auch einer. Das hätte gar nicht geklappt. Oh nee, Speerwerfen konnte ich auch nicht. Ja. Wenn du überlegst, so römische Soldaten, die hatten ja, das waren ja irgendein Fachwort, fällt mir gerade nicht ein, aber die hatten immer so 3 dabei. Und dann haben die den Schildwall gebildet und wenn der Feind rankam, oder so ungefähr, dann haben sie halt immer 1, 2 Speere geworfen, um die feindliche Linie schon mal zu dezimieren. Madenhaut wollte ich noch sammeln. Ja, Madenhaut, das ist super. Ich glaube, ich mache gleich Katzenhaut. Nein. Katze hat an der Tür vom Kind gekratzt. Sie will was essen. Das macht sogar. Ja, ich packe hier kurz hier was für mich zu essen drauf. Ich fütter ja gleich die Kleine, ist ja alles gut. Ja. So, Spinnenfäden werden auch gesponnen. Ach, das ist ja der Mist. Fuck. Ich wollte gerade sagen, gib mal her, dann kann ich mal kurz herstellen, aber es dauert ja. Also 3 habe ich schon. Nee, das Rolle reicht nicht. Ja, ich glaube, dann wird es heute die kürzeste Folge, die wir bisher hatten. Ne? Ach komm, ich hack noch eine Runde. Ah, ne, kann ich nicht, weil Arschlochkäfer direkt unter mir ist. Der Wichser weiß, dass ich gerade keinen Bogen habe und keine Pfeile. Joa.
Ich sehe gerade, ich brauche auch noch Rüstung komplett neu. Kaputt? Nee, unter Wasser. Ja, ich ja auch, aber ich will sie ja wieder haben. Ich hoffe, dass... Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es, wenn ich nochmal runtergehe, wir diese Schalter betätigen alle, dass dann das Tor aufgeht und dass wir oben Sauerstoff haben. Weil vor dem Tor habe ich kein Wasser, kein Sauerstoffblase gesehen, weißt du? Hm. Und wenn da oben ein Tor ist und das geht wieder auf und zu, dann kann ich da auch ruhig meinen Rucksack holen. So, ich gehe jetzt erstmal zum Baummaden graben. Ja, ich gehe erstmal was essen. Yum. Yum. Apropos Essen, Katze, ja, ich komme gleich. Hängt der Arschlochkäfer noch da? Oh, dann gehe ich auf die andere Seite runter. Fick dich, Arschloch. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, Katze. Nicht, dass ihr denkt, dass wir hier das arme Tier hungern lassen. Denn die hat immer Trockenfutter, an das sie auch gehen kann. Ja. Also es steht ihr immer zur Verfügung. Ich habe ihr heute zweimal ihre Süßigkeit gegeben. Sie kriegt ja morgens immer ihre Süßigkeit. Von einer Firma, die ich jetzt nicht benennen will, weil das wäre Schleichwerbung. Und, also verhungern tut sie absolut nicht, aber sie ist jetzt auch nicht keine dicke Katze. Im Gegenteil, sie könnte echt ein, zwei Kilo mehr vertragen, aber... Definitiv, ja. Aber die war schon immer so dünn. Die war schon immer so dünn. Ja, ich glaube, das haben die jetzt gehört. Musch, ich glaube, die haben dich jetzt gehört. Das ist sehr gut möglich. So, ihr Maden, wo seid ihr? Ihr wimmelt hier doch immer rum an diesem Scheißbaum. Das Lustige ist, uns hören sie ja immer, aber sehen tun sie uns nicht. Und die Katze sehen sie ja eigentlich immer, aber hören tun sie die nie. Stimmt. Naja, fand ich lustig. Ja. Ja. Ach, ich hab meine Ameisenrüstung an. Ich kann nur 5 tragen. Das ist kacke. Ich will 8 tragen. Schon wieder Nomadenfleisch und... So. Wie ist das mal mit dem Speer mit der Made? Dass du sie so rauspiekst oder was? Geht's? Warte, ich hab jetzt... Da, Rüsselkäferfleisch. Ach so. Ich nehme gerade so viele Rüsselkäfer einfach. Ja, nimm mit, kannst du aufhängen. Also hier. Ja, mach ich doch gerade. Ja, mach doch. Aber eigentlich wollte ich ja Maden. Weil wir nicht mehr so viel Madenhaut haben. Ja, dann hol Maden. Hol alles. Töte alles. Ja, ich suche ja Maden. Ja, such Maden. Da ist eine Made. Ah, jetzt habe ich einmal Madenhaut bekommen. Wuhu! Ja, ist doch freudig. Ich freue mich doch auch. Freu dich über jede Made, die du kriegst. Oh, hier können wir noch Spricks dran ballern. Warte mal. Sprössling. 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 Immerhin, wir haben das Labor immerhin gefunden. Hey, du Ameise, geh weg. Aber willst du Krieg oder was? Hey, ihr Maden, wo seid ihr? Ich will euch ausgraben wie ein Tier. Ergibt das Sinn? Nein, ich glaube, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Break und wir organisieren uns noch oder wir machen es nächste Folge noch und holen dann unsere Rucksäcke und gucken mal, ob wir dann sterben. Wenn ja, wird's lustig. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ich fütter jetzt die Katze. Tschüssi.